Wenn ihr als Paar kaum noch Sex habt und damit unzufrieden seid, habt ihr euch vielleicht schon mal die Frage gestellt, ist eine Trennung nicht das Beste für alle Beteiligten? In diesem Video will ich mal darauf eingehen, wann eine Trennung sinnvoll ist und wann nicht. Zuallererst, sexuelle Unlust ist für mich kein Grund, von heute auf morgen die Beziehung zu beenden. Ihr solltet das nicht mit euch alleine ausmachen und sagen, okay, mein Partner, meine Partnerin hat nicht so viel Lust auf Sex, ich beende jetzt mal die Beziehung, sondern vorher immer erstmal in den Kontakt gehen und ein Gespräch suchen. Ja? Das heißt, guckt nicht für euch allein, sondern sprecht das Thema an, redet darüber. Redet auch mehrmals darüber und besprecht, wie es euch geht, was ihr über die Situation denkt, was ihr gerne machen würdet, was ihr daraus zieht, wie es aktuell ist. Diese Ehrlichkeit und dieses Gespräch seid ihr eurem Partner einfach schuldig. Wenn ihr miteinander sprecht und es wird trotzdem nicht besser, dann gibt es zwei Szenarien, in denen ich eine Trennung ernsthaft in Erwägung ziehen würde. Das erste Szenario ist, du leidest darunter, aber dein Partner will nicht daran arbeiten. Es kann also sein, dass du sagst, hey, mir geht's mit der Situation nicht gut und dein Partner blockt total ab. Dein Partner oder deine Partnerin möchte nicht darüber reden, vermeidet das Gespräch, sagt sowas wie, hey, das ist aber dein Problem, ich habe damit nichts zu tun, ich muss daran nichts machen, ich muss daran nicht arbeiten. Die Person will nichts dafür tun, sondern einfach genauso weitermachen, obwohl es dir damit nicht gut geht. Und es ist nun mal so, dass eine Beziehung Pflege braucht, Sexualität braucht Pflege. Und wenn eine Person nicht bereit ist, an der Sexualität zu arbeiten, an Problemen zu arbeiten, die auftreten, dann wird es langfristig nicht funktionieren. Das heißt, wenn du sagst, hey, mir geht's nicht gut damit und du versuchst es wirklich mehrmals, du sprichst dieses Thema an und sagst, ich möchte, dass wir etwas verändern, ich möchte, dass wir zusammen daran arbeiten, ohne Druck zu machen, sondern einfach aufzuzeigen, wie es dir damit geht. Und deine Partnerin oder dein Partner sagt mehrfach, ich arbeite nicht daran, mich interessiert es nicht, es ist dein Problem, dann ist das für mich ein Grund zu sagen, okay, dann kann man die Beziehung vielleicht beenden. Denn wenn eine Person nicht bereit ist, an Problemen zu arbeiten, die in der Beziehung aufkommen, dann ist es einfach langfristig nicht möglich, mit dieser Person eine gelingende, schöne, gesunde Beziehung aufzubauen. Denn in Beziehungen treten nun mal Probleme auf und an denen muss man arbeiten. Wenn du also mit einer Person zusammen bist, die das nicht möchte, die dich mit diesen Problemen allein lässt, dann wird eure Beziehung langfristig nicht erfüllend und schön sein. Man kann das Gespräch dann noch eins, zweimal versuchen, aber wenn die Person weiterhin ablockt, dann ist die Trennung vielleicht der richtige Weg. Das zweite Szenario, in dem eine Trennung sinnvoll ist, ist, ihr habt gezielt daran gearbeitet und es hat sich trotzdem nichts verändert. Das heißt, ihr habt gesagt, okay, das Thema sexuelle Unlust steht im Raum, wir arbeiten daran, ihr habt keine Paarberatung gemacht, sondern ihr habt eine Sexualberatung gemacht, in der es explizit darum ging, euch zu helfen und das Problem aufzulösen. Das heißt, ihr habt da wirklich systematisch dran gearbeitet, ihr hattet jemanden an eurer Seite, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, aber es hat sich trotzdem nichts verändert. Ihr habt trotzdem immer noch sehr wenig Lust. Sie hat immer noch sehr wenig Lust auf Sex oder er hat immer noch sehr wenig Lust auf Sex. Es ist weiterhin so, dass da nicht viele intime Momente da sind, dass euch Intimität und Nähe fehlt und dass sich, obwohl ihr daran lange und intensiv gearbeitet habt, ihr beide für ausprobiert habt, nichts verändert oder zumindest nicht so, dass ihr jetzt zufrieden damit seid. Das heißt, das Thema führt weiter zu Streit und Frustration und ihr merkt, es wird einfach nicht besser. In diesem Szenario kann ich verstehen, dass ihr sagt, okay, ich möchte das vielleicht nicht mehr, ich möchte nicht weiter daran arbeiten. Und in der Realität ist es so, was ich erlebe zumindest, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dass man wirklich gezielt daran arbeitet, wenn man professionelle Unterstützung hat, die einem dabei hilft, dass es dann keine Fortschritte gibt. Denn sexuelle Unlust ist ja etwas, was man auflösen kann, wenn man systematisch die Ursachen herausfindet und dann schaut, wie man die alle behebeln kann, sodass man dann wieder mehr Lust hat, dass es wieder mehr schönere und leichtere intime Momente in der Beziehung gibt. Das sind also die einzigen beiden Szenarien, in denen ich es wirklich als nachvollziehbar und sinnvoll erachte, sich zu trennen. Jetzt bezogen auf sexuelle Unlust. Wenn entweder eine Person nicht daran arbeiten will oder wenn beide Personen schon intensiv daran gearbeitet haben und es nichts gebracht hat. Was viele Paare machen, ist, dass sie über Jahre eigentlich nichts machen, ja, sondern sie sind mit diesem Problem konfrontiert und sie ärgern sich darüber, sie reden vielleicht auch darüber, aber sie verändern nichts und das Problem bleibt immer länger da, verfestigt sich immer mehr, verhärtet sich immer mehr, es wird auch immer schwerer, das aufzulösen. Man streitet sich deswegen vielleicht, aber man arbeitet nicht daran. Oder, und das ist auch was, was ich sehr häufig erlebe, die beiden Personen arbeiten daran und versuchen, Dinge zu verändern, aber es ist eben nicht der richtige Weg und deswegen bekommen sie das Gefühl, ich mache doch schon und irgendwann muss es auch mal genug sein und wenn es nicht reicht, wenn es nicht passt, dann trenne ich mich irgendwann. Das Problem ist, dass, und das erlebe ich häufig, dass Klienten zu mir in die Beratung kommen und sagen, ich versuche schon seit Jahren, insbesondere Männer,
daran zu arbeiten, was zu verbessern. Ich habe die Idee gehabt und den Vorschlag und wir haben das ausprobiert und es hat nichts geholfen. Und da muss ich Ihnen sagen, ja, und es tut mir leid, dass ihr da so viel Zeit investiert habt und schon so viel Kraft und Energie und ihr schon so frustriert seid, denn das, was ihr gemacht habt, war einfach nicht das Richtige. Und deswegen waren diese ganzen Jahre eigentlich verschwendet. Und es ist sehr schade, wenn man so viel Zeit verschwendet und das Gefühl hat, man tut so viel für die Beziehung oder aber eben gar nicht zu einfach abwartet, das Problem aber so lange hat, dass man irgendwann sagt, hey, so kann ich nicht weitermachen, jetzt trenne ich mich. Dann trennt man sich irgendwann, obwohl man das überhaupt nie richtig versucht hat und nie richtig gezielt angegangen ist. Und unter solchen Umständen halte ich eine Trennung für sehr schade. Und es ist natürlich auch für die Beziehung sehr schade, dass man so viele Jahre gelitten hat, obwohl das gar nicht hätte sein müssen.